bak. Şeyde duran mı? Kimine neşe? Kimine neşe be baba? Çekeyim mi abi? Yapma ya. Tabii ya. Die Körpersprache dieser drei Taxifahrer ist eindeutig. Sie mögen sich. Geldim dünyaya gelmedim başıma taç. Nerede görürüm sokakta fakir. Ich könnte mir vorstellen, in der Türkei zu leben, aber nicht jetzt. Später vielleicht, wenn ich älter geworden bin. So als in der Rente, so die, quasi die letzten Abende des Lebens in der Heimat zu verbringen, statt jetzt hier in Deutschland eben halt zu leben. Also die Türken in der Türkei sind anders als hier in Deutschland, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie sind viel höflicher, zuvorkommender, auch hilfsbereit. Nicht jetzt so egoistisch, wie sie vielleicht denn hier sind, so extrem auf sich bezogen, sondern auch wesentlich viel gastfreundlicher. Auch der Umgang, wenn du da bist mit einem, ist jetzt ganz anders als hier. Hier ist es eher nur, selbst wenn du in der Türkei als Fremder dorthin kommst, wirst du mehr integriert, also man nimmt dich mehr auf und kümmert sich auch sehr, sehr rührend und so und ganz toll um dich. Und wenn du aber hier bist, hier ist es immer dann nur im Bekanntenkreis. Also wenn du jetzt irgendwo so ein Fremder, der wird dich dann nicht so aufnehmen, wie als wenn du Familienmitglied oder sowas bist. Das hast du hier in Deutschland nicht. Die Türken hier in Deutschland sind viel religiöser, sind sogar streng religiöser. Aber nicht die jetzige Jugend, eher nicht so. Die noch so zwei Generationen vorher, die ja jetzt auch noch, die sind religiöser hier in Deutschland als jetzt in ihrer Heimat. Das Problem mit dem Markenzwang der Schulkinder wird in der Türkei mit der Schuluniform behoben. Ob die Simpsons unbedingt an eine Schulmauer gehören? Ich weiß nicht. Zuerst denke ich, hier auch Pauli-Fans?